Und damit willkommen zurück zum Minecraft. Ja, erstmal pennen gehen. So, ich habe mir gerade eben nochmal das Video angeguckt und da sind mir wieder ein paar Fehler aufgefallen. Ja, da will man einmal was nachbauen. Ja, der Typ von der Vorlage hat halt Shader benutzt und deswegen habe ich es ein bisschen falsch erkannt. Also, dieses Holz hier kommt weg. Das machen wir jetzt einfach mal ganz schnell. So. Da unten kann es gerne bleiben von mir aus. Das juckt mich jetzt eher weniger. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal falsch. Und ja, das ist eigentlich auch ein bisschen zu breit hier. Aber wenn man da schon mal bei ist, so, dann machen wir das mal weg hier. So. Läuft doch. Bisschen korrigieren, was wir hier falsch gemacht haben. So, die können wir dann eigentlich auch direkt umbauen. So. Und du kannst dann auch schon mal nach hier unten. So, dann machen wir einfach mal so. Dann hat man es auch gleich viel hübscher hier. Und das hat gerade so gereicht. Das heißt, wir packen den jetzt auch erstmal hier hin. So, sieht doch gut aus. So, hier oben. Warte. Nein. Du wirst wieder angezogen, genau. So, die packen wir dann auch mal direkt hier hin. So. Wenn wir schon mal hierbei sind, einfach mal Stück für Stück weiterbauen. Stück für Stück weiterbauen an unserem Traumhaus. So, hier lässt sich's doch aushalten. Das ist doch schick hier. Also, wir bräuchten dann wieder ein bisschen normales Holz für die Wände hier. Und ein paar Stämme vor allem. Aber erstmal normales Holz. Yeah. Darum kümmern wir uns jetzt erstmal hier. So, schwimm, 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 schwimm. Schneller. Jo, ich würde tatsächlich auch sagen, wir nehmen mal den großen da in Angriff, obwohl ich die ja eigentlich hasse, die großen Bäume. Aber ja. Dann einfach mal abpacken, das Teil hier. Oh, was ist das denn? Auch noch so ein halb abgeschnittener. Ja, ganz hässlich, die Kacke hier. So, weg. So. Bauen, bauen, bauen. So. Okay, das war's, glaube ich, von dem Baum. Dann nehmen wir den hier mal mit. So. Und wie eigentlich in jedem Part müssen wir jetzt nochmal zum Lager rennen. Denn wir brauchen, ne, wie heißt die Dinger? So Treppenstufen da. Ich finde irgendwie das Bauernhaus von hinten recht hässlich. Das muss ich mal wieder erwähnen. Aber ja, schöner hätte ich es nicht hingekriegt. Wenigstens von vorne ist es so ein bisschen hübscher, aber ne, von hinten. Naja, eher nicht so. Eher nicht so. Nein. Nee. Aber von vorne, meine Güte, was ein schickes Gebäude ich hier doch hingezimmert habe. Da lässt sich's aushalten. Gut. Dann Richtung nach Hause, da bei unserem Haupthaus, aber jetzt erstmal hier beim Lager, da hinten bei Barbies Traumhaus. Ich baue viele Häuser, fällt mir gerade ein. Wir haben das Haupthaus, wir haben Huberts Haus, wir haben Barbies Traumhaus, wir haben das Bauernhaus. Danke dafür, Wasserfall. Oh Gott. Ja. Also wir haben Barbies Traumhaus, wir haben das Bauernhaus, wir haben das Strandhaus, wir haben das Notfall unter der Erde Haus, wir haben das Lager. Da wohnen wir zwar nicht, aber es ist ein Haus, ein Gebäude. So, ihr kommt hier hin. Du kommst dahin. Falsche Kiste. Hätten wir gerade eben nicht noch Setzlinge? Keine Ahnung. Genau, hier ist das Holz. Du kommst dann einmal hier hin. Und du kommst dann auch erstmal hier so hin. So, Holzkiste voll. Gut. Ich bin gerade am Über. Ja, genau, die Warte. Einen würde ich da gerne da lassen. Einfach nur, damit es hübsch ist. So.
Glas. Doch, doch, sollte reichen. Sollte reichen, wenn nicht, gehen wir halt nochmal zurück. Und jetzt erstmal wieder zurück zum Strandhaus. Hier. So, du kommst mal hier hin. Ich war gerade am Überlegen, wofür ich die Treppen eigentlich brauche, aber es ist mir wieder eingefallen. Die Seite werden wir übrigens erst später reparieren. Die obere Etage hat gerade so ein bisschen Priorität für mich persönlich. Also wird die jetzt erstmal gemacht, gebaut, gemaked. Wir hätten noch normales Holz mitnehmen. Ja, wir brauchen noch normales Holz. Ach ja, wieder hin und her rennen. Das liebe ich doch, das liebe ich doch. Dafür liebe ich das Spiel doch so gerne. Und ihr guckt mir dafür gerne zu. Fürs Hin- und Herrennen. Und fürs sinnlose Gelabern und hin und wieder mal beschweren, dass ich Migräne habe. Ja, ich habe gerade aktuell keine Migräne. Danke der Nachfrage. Ja, habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Ich habe mittlerweile neue Migränetabletten und wisst ihr was? Die helfen. Nee, warte. Och, sollte reichen. Das sollte reichen. Jetzt machen wir uns aber auf den Weg. Jetzt aber. Ja, wieder fast 7 Minuten rum, ohne was erreicht zu haben im Leben. Ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor. 20 Jahre und nichts erreicht. Obwohl doch. Wie bei 300 Abonnenten. Es ist schon eine kleine Leistung, würde ich einfach mal so sagen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich es geschafft habe. Und ich habe Haare im Gesicht. Darauf bin ich nicht so stolz, denn das mag ich nicht, Haare im Gesicht haben. Das ist nervig. Ach nee, wen haben wir denn da? Komm her, Junge. So, erstmal anders hinsetzen. So. Und weiter. Haare. Ja, wäre tatsächlich eine Überlegung, sich für den Sommer die Haare schneiden zu lassen, aber irgendwie will ich nicht, denn ich mag meine Haare länger. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Naja. Problem für später. Mit für später meine ich, wenn es 40 Grad wird. Ich will keine 40 Grad. Ich hasse es, wenn es warm ist. So. Dann kümmern wir uns mal um die. Knack, knack, mein Stuhl. So, dann kümmern wir uns mal. Ich wollte gerade fragen, können wir da eigentlich durchfallen? Anscheinend ja. Schade. So, und du kommst jetzt dahin und du kommst dahin. Und hier kommt jetzt zumindest einer hin. So, jetzt kommt die krasse Überraschung. Bam, man kann die Kacke schälen. Es kommen übrigens zwei hin, fällt mir gerade ein. Der wird übrigens auch geschält. So, zack, zack. Und da dann. So ein, genau. Und oben dann quasi nochmal ein Stamm lang, aber wie gesagt, das ist halt ein Problem für gleich, für Zukunfts-Maeve. So, zack, zack. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das jetzt erstmal hier so. Die Wand wird anders gemacht als die anderen. Wir machen jetzt erstmal hier so das Übliche. So, wieder schön schälen. Nee, da oben kommt jetzt keiner hin, soweit ich mich recht entsinne. Genau. Du musst auch bauen, Steve. Obwohl, nee, ich habe ja den Spinskin. So. Die Mauer wird anders gemacht. Jetzt müssen wir nicht nur noch hier. Wisst ihr was? Wir können ja nicht schon mal die Scheiben machen. Fällt mir gerade ein. Wenn wir schon mal dabei sind. So, Scheiben. So, komm zu Fadi. Stimmt, man braucht nur 16 Stück. Das vergesse ich immer wieder irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, es ist so.
So. Hier nicht, aber dafür dann wieder. So. Und so. Zack, zack. Ich habe mir gerade irgendwas krabbelt auf mir herum. Keine Ahnung. Ich war ja, wie im letzten oder im vorletzten Part erwähnt, habe ich ja unsere Garten-, Balkon-, Terrassenmöbel rausgestellt. Ja, und die waren ja halt im Schuppen und jetzt weiß ich nicht, was da drinne so alles an Getier war. Und falsch. Die müssen da eigentlich umgedreht sein. Deswegen würde ich mal sagen, nehmen wir hier die Kackerde mit, Junge. So, alles her, komm her. Man hört vielleicht, okay, eigentlich weiß ich mittlerweile, dass man es nicht hört, aber ich bin gegen mein Mikrofon gekommen. Ich erwähne es trotzdem einfach mal. Juno ist vielleicht gerade so ein bisschen im Hintergrund aktiv und ist am Mauzen und Mauzen. Am Juno-Zeug machen. So soll das nämlich sein hier von außen. So, da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr, leider. Okay, wo? So, weiter geht's. Ja, da gab es eine kleine Unterbrechung. Meine Mutter hat geklopft. Und hier, jetzt können wir endlich mal weiterbauen hier. So, ne? Da oben. Maus. So. Zack, zack. So, das reicht an Erde. So, zack, zack. Da wird dann übrigens einfach nur aufgefüllt mit ganz normaler, ne, mit ganz normalen Holz. Das dauert jetzt wieder ein bisschen langweilig. Meine Zeit. Sie schwindet. Yeah. Manchmal würde ich echt wünschen, wir würden so eine Stunde Part machen, immer so stündliche Parts. Aber ja, da wäre dann halt das Problem mit aufnehmen. Okay, das wäre eigentlich kein Problem, das wäre ganz cool, weil dann könnte ich richtig fett zocken, aber dann ist ja das Problem Rendern, Dateigröße, dies, das. Ja, und das wäre dann schon eher so ein bisschen problematisch. So, gehen wir mal wieder ein bisschen auf Holztour. So, hallo Holz, hallo. Ich bin's. Ich würde dich gern hacken. Ist das okay für dich? Wenn du nichts dagegen hast, dann sag nix. Gut, ich höre keine Widerworte, also Baum hacken. Wie war das nochmal bei Cosmo und Wanda? Ich muss Holz hacken! Ja, muss ich. Lass mich durchblättern. Ich muss Holz hacken. So, erstmal ein paar Stämme mitnehmen, damit wir das auch fertig kriegen. So, pflanzen wir direkt nach hier. Zack, zack. Jetzt hier wieder Axt rausholen und weiter durchs Gebüsch hacken. Okay, da sieht es eher nach Birken aus. Das heißt, wir gehen mal nach hier beim Bauernhaus. Und dann nehmen wir mal den Kollegen hier mit. Glaube ich wirklich am besten, wenn wir zu uns nach Hause gehen. Ich frage mich, weil sehr viele Bäume sind ja besetzt von Bienenstöckern. Greifen uns die Bienen an, weil wir sind ja aktuell in friedlich.
Wir werden's probieren, ja. Willkommen bei Jackass. Ja, ach, ich mag Jackass. Da fällt mir ein, ich bin richtiger Fan von der Serie, von den Filmen, aber ich habe noch nicht den vierten Teil gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Okay, mein Name ist der Applezopt und willkommen zu Jackass. So. Oh. Ja, die tun mir gar nichts. Friedlich. Die sind jetzt einfach nur obdachlos. Jetzt habe ich Mitleid mit denen. Schade. Das macht mich jetzt irgendwie traurig. Direkt wieder neue Bäume pflanzen, damit die vielleicht doch noch ein Zuhause finden. Ja. Jetzt ist die Stimmung getrübt. Okay, machen wir weiter. So, du noch, komm. Arme Biene. So. Nö, obwohl. Doch, wenn man schon mal hier beim Lager so weit, so nah dran ist, dann kann man auch mal kurz ein bisschen Müll wegbringen, auch wenn es nicht wirklich viel ist, aber ja. Lieber viel zu oft hier hinrennen, anstatt vollgemülltes Inventar. Also, ich glaube, die kann weg. Die Scheiben können weg und das kann weg. Bei den Scheiben bin ich mir jetzt gerade tatsächlich gar nicht so sicher. Also alle Angaben ohne Gewehr. So, die Erdkiste hier einmal. Bäm. Und weiter. Zurück zum beleuchteten. Ah ja, unser Haus, stimmt. Das haben wir auch von außen beleuchtet. Dann Richtung hier Strandhaus. Weiterbauen. Also wenn ich da jetzt runtergesegelt wäre, das wäre kacke, denn ja, der Diamanthelm ist leider auch nicht unzerstörbar. Schön wär's tatsächlich. Aber ja, Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Auch im Gesicht. Ich bin gerade am Überlegen, wir haben ja dieses eine Buch und ich glaube, dass man damit einen Wasseratmungshelm herstellen kann und wir haben hier relativ viele Unterwasserhöhlen. Ob wir mit dem Unterwasseratmungshelm tatsächlich komplett auf Sauerstoff verzichten können oder nur teilweise. Das wäre jetzt tatsächlich mal meine Frage, weil wenn ja, Junge, wir sind bald unterwegs, du in den Wasserhöhlen, du. Oh, wird das super. So. Dann gehen wir mal hoch. Da müssen wir übrigens auch noch mal am Gelände arbeiten, ein bisschen. Aber wie gesagt, alles bei zur Zeit, alles zur Zeit. Und wollen uns ja nicht hetzen hier. So, hier kommt normales Holz rein. Bis auf zwei können wir tatsächlich so. Zack, 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 zack. Ich würde sagen, machen wir es mal so. Stack sollte reichen. Okay, so wollte ich jetzt nicht. Scheiße, wir hätten tatsächlich nochmal die Treppen mitnehmen können. Okay, dann bauen wir halt gleich neue. Wir haben ja das Material an sich. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Dicht. So. Ja, ich würde sagen, sieht doch gar nicht mal so beschissen aus. Okay, hier muss ja auch noch ran und da oben einmal. Aber ja, wir können uns bald eigentlich schon an das Dach setzen. Das finde ich persönlich gerade ein bisschen krass. So. Und dann einmal so. Sehr schön, sehr schön. Feini, feini, feini. Gut, ich würde sagen, Arschbombe. Yeah, und an der Stelle würde ich nochmal sagen, das war es dann auch schon wieder von diesem Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.